Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, sowie die Glocke zu aktivieren. Meinen beiden anderen Kanäle zu abonnieren, die auf meiner Kanalstätte verlinkt finden. Und mal auf Instagram und Twitter zu folgen. Und heute reagiere ich mal auf Milliarden Mike. Genauer gesagt auf seine Shopping-Tour hier. Das wird mir vorgeschlagen, jetzt wollen wir das mal angucken. Da habe ich mal einfach dieses Video mal, das Video mal rausgesucht. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Mal gucken, was uns jetzt so erwartet. Ich würde sagen, ich drücke mal auf Play. In diesem Privathubschrauber sitzt der wohl Prost. Ich hoffe, das passt so von der Lautstärke. Sein Spitzname Milliarden Mike. Der 43-Jährige behauptet, ich mache nur noch, was mir gefällt. Doch allein kann er anscheinend das Angeben nicht genießen. Deshalb hat der Playboy auf seinen verrückten Shoppingtouren auch ein paar Damen dabei. Natürlich dürfen die nicht nur die Tüten schleppen. Für die Mädels brauchen ein bisschen neuen Schmuck. Mal eine Rolex wieder oder so, ne? Ein Ferrari wollte ich mir auch mal wieder neu zulegen. Schon mal ja, neu zulegen hier. Ja, Winterschlussverkauf, glaube ich, irgendwas. Ja, ist normal, so vielleicht. Angeboten wird. Preisgünstig natürlich. Ja, wahrscheinlich schon noch. Heute sitzt bei Milliarden Mike das Geld besonders locker. Die Billigpreise im Schlussverkauf locken. Und schließlich hat er an der Börse angeblich Millionen verdient. Beim edelsten Juwelier beginnt die Tour mit einem Gläschen kostenlosem Champagner. Während normale Schnäppchenjäger im Wühltisch versinken, wird hier Hochpreisiges mit Stil präsentiert. Besonders diese Uhren haben es dem Lebemann angetan. Also, da könnten wir Ihnen ein super Angebot machen. Das ist ganz günstig. Schauen wir mal. 36.400. Jetzt wird der angebliche Millionär auf einmal zum Rabattjäger. Wenn ich die drei nehmen würde, was für einen Preis wollen Sie mir da machen? Das müsste ich noch mal besprechen in unserem Hause. Ja, das bringt dann Freude. Immerhin, 5% Rabatt kann Mike schließlich aushandeln. Allerdings ganz diskret und ohne Kamera. 3.000 Euro gespart, das ist zumindest ein Anfang. Milliarden Mike tourt weiter. Auch beim Luxuslabel Louis Vuitton will er sein Glück versuchen. Hier kostet ein Koffer bis zu 20.000 Euro. Und als gern gesehener Kunde dürfte ein kleiner Bonus sicherlich drin sein. Er liebt die Artikel und ist ein sehr guter Kunde bei uns, ja. Und wir freuen uns, ihn zu haben. Der Stammkundenstatus soll ihm beim Falschen helfen. Getreu seinem Motto, es darf gerne ein bisschen mehr sein, schlägt er zu. Was haben Sie für entschieden jetzt? Für alles. Für alles. Kommt wie am Preis drauf an jetzt, ne? Wenn ich da mit einem netten Preis sage, dann kaufe ich das. Das Kofferset soll für schlappe 10.400 Euro den Besitzer wechseln. Mike Wappler pocht jedoch auf einen Frühjahrsrabatt und wird enttäuscht. Es ist normal, dadurch, dass das neue Gesetz ja da ist, dass man halt ein bisschen handeln kann. Wir machen das nicht, wir haben kleine Kundenpräsente, die wir dann rausgeben bei größeren Summen. Zum Beispiel von Louis Vuitton halt handgefertigte Essstäbchen oder Räucherkerzen. Essstäbchen statt Winterschlussrabatte. Mike verzichtet. Sein nächster Termin, das Treffen mit seinem Vermögensverwalter. Denn Kreditkarten oder Bankautomaten sind scheinbar Fremdworte für den Mann, der so reich sein soll. Mit neu aufgefüllter Geldbörse kann er sich endlich auch in diesem Autohaus blicken lassen. Milliarden Mike hat nämlich ein Faible für schnelle Autos und scharfe Kurven. Dank seiner Shoppingbegleiterinnen bekommt er heute beides geliefert. Und plötzlich ist der Preis auch egal. Ja, es gibt keine Rabatte, aber es ist ein Lamborghini Diablo, ein schönes Auto. Aber wissen Sie, die kann ich auch bar bezahlen, da habe ich keine Probleme mit. Bar bezahlen, ist kein Problem bei mir. Ein Shoppingbudget von über 140.000 Euro konnte Schnäppchenjäger Mike einen Rabatt von 3.000 Euro rausschlagen. Das sind gerade mal 2%. Für Wappler hat sich also der Winterschlussverkauf nicht wirklich gelohnt. Ja, blöd, ne? Ja, das wär's dann gewesen von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war hoffentlich lustig. Und, schon geil, wenn man so leben kann, ne? Da können andere nur von träumen. Ich zum Glück nicht, weil ich habe das ganze Geld, ja. Und, ich mache den Milliarden-Mike ein bisschen Konkurrenz vielleicht mal, ne? Ich glaube, ich kaufe vielleicht auch einen Ferrari. Geh gleich ein bisschen gleich mal los, ne? Und, ja, das war's gewesen. Lasst mir Werbung da. Abonnieren vergessen und tschüss.